Networking ist langweilig? Von wegen. Bereits zum dritten Mal holte die GDS das Fashion-Blogger-Café Shoedition auf die Messe und initiierte gemeinsam mit dem Online-Modemagazin Style Ranking weitere erlebnisreiche Blogger-Aktionen. Dieses Mal neu? Style Ranking lud auch Szene-Agenturen und Vertreter aus Kunst und Kultur zum Kontakteknüpfen ein, im exklusiven Casino-Flair. Business is an easy game. So das Motto an den ersten beiden Messetagen in Halle 4. Auf dem Netzwerktreffen konnten sich die Gäste bei Roulette und Blackjack vom Messetrubel erholen und spannende neue Business-Kontakte herstellen. Häppchen und Prosecco durften natürlich nicht fehlen. Ebenso die Wohntrends von Kare. Am Finaltag der Messe war dann von Spieltischen, Groupiers und Jetons keine Spur mehr zu sehen. Der Blogger Friday gehörte ganz und gar den Fashion-Bloggern. Allen voran GDS-Blogger-Testimonial Nina Schwichtenberg alias Fashion Carpet. Die Münchnerin hat Mode, Textil und Germanistik an der Uni Flensburg studiert und arbeitet als Junior Fashion Editor bei einem Online-Modemagazin. Ninas Challenge auf der internationalen Schuhmesse? Ihre persönlichen Trendpieces finden und verbreiten. Über den eigenen Blog und in den Social-Media-Kanälen. Mein It-Piece von Buffalo ist eine Riemchen-Espadrille. Und zwar finde ich den sehr, sehr schön, weil es ein toller Nude-Ton ist und sehr schönes Glattleder-Imitat, das man super gut im Sommer anziehen kann. Mir gefällt eben an diesen klassischen Espadrilles, dass sie modern aufgelegt wurden, eben mit diesen Nietenapplikationen. Ja, deswegen habe ich mich dafür entschieden. Ja, hier bei Ash habe ich mich für eine Sommerstiefelette aus Napa-Leder entschieden, mit geprägter Python-Optik. Und ich finde, man trägt viel zu selten Stiefeletten im Sommer. Man tendiert meistens dazu, so Klassiker wie Sandalen oder Flipflops zu tragen. Dabei kann man auch Stiefeletten im Sommer super kombinieren. Und besonders praktisch ist auch der Blockabsatz, weil wenn man im Sommer auf der Wiese unterwegs ist, im Park oder zum Picknick, sind diese Absätze ideal, wenn man nicht so leicht im Gras einsinkt. Ja, auf keinen Fall fehlen dürfen natürlich auch Sneaker im Sommer. Ich bin ein großer Fan von diesen bequemen Schuhen und ich habe mir jetzt hier ein silberfarbenes Metallic-Modell von Superga ausgesucht. Gerade für sportliche Typen sind die ideal und ja, man kann die im Sommer auch sehr schön zu femininen Materialien wie zum Beispiel Spitzendetails kombinieren oder zu Pastellfarben. Ich habe diese Tasche von Marco als It-Piece ausgewählt, weil sie eine sehr klassische Tasche ist, aber durch diese Kroko-Optik doch sehr modern. Und die Form ist einfach perfekt, weil wir Frauen tragen den ganzen lieben langen Tag unser halbes Leben in der Tasche mit rum und da findet alles Platz, was wir brauchen. Und besonders schön fand ich eben diese kleine Eingriffstasche vorne. Da kann man dann die wirklich wichtigen Dinge, wie zum Beispiel das Handy oder die Kaugummis reintun, ohne dass man 20 Minuten in der Tasche wühlen muss. Und das ist einfach so ein Klassiker, den jede Frau im Schrank haben sollte. Nina machte Tausenden von Fans und Followern Lust auf die Frühjahr-Sommer-Kollektionen 2016. Denn Nina nennt mehr als 11.000 Fans auf Facebook und mehr als 84.000 Follower bei Instagram ihr eigen. Außerdem schickte sie als erstes ihre Models auf den Laufsteg der Blogger Runway Show, bei der 5 ausgewählte Modeblogger die Looks zu den neuesten Schuhtrends von 5 Partnerlabels gestalteten. Die 24-Jährige ging mit der Kollektion von Espadrille Original an den Start. Bloggerin Jennifer Schleich von Gestil präsentierte Clarks. Christina Mirkonic alias Tina Carrot vom Blog Amour de Soi übernahm die Inszenierung des Looks zur Schuhkollektion von Ara. Janina Pfau von Love and Urban stylte die Models zu den Keypieces von Gant. Und Jennifer Krüger von Love It and Move On kleidete für das Partnerlabel Soft Clarks ein. Die Schau war das Highlight des Fashion-Blogger-Café Shoedition, einem Ableger des größten Blogger-Netzwerktreffen Deutschlands, dem Fashion-Blogger-Café. Hier tauschten sich mehr als 150 Blogger über Modetrends aus und trugen die Neuheiten der Labels von der GDS in die Welt der Blogs und sozialen Netzwerke. Für die Veranstaltung hatten sich die Sponsoren mächtig ins Zeug gelegt. Schuhlabel Buffalo machte seinem Namen alle Ehre und forderte zu einem echten Rodeo auf. Bugatti Shoes ließ die Blogger das Tanzbein schwingen und stellte den Tragekomfort seiner Pumps unter Beweis. Bei Colonial drehte sich alles um den Traumschuh der Gäste. Und natürlich auch um Schuhpflege. Gillette Venus brachte mit einem exklusiven Fotoshooting Urlaubsflair in die Messehalle. Bei Rockport wurde es kreativ. Das Label lud zum Schuhvieh-Contest. Die meisten der Sponsoren waren schon zum zweiten Mal dabei. Und viele Blogger freuten sich über ein Wiedersehen mit bekannten Gesichtern.